Naja, ich bin ziemlich unmöglich. So, ich habe zwar vollkommen verpasst, was da jetzt gerade abgeht, aber es ist mir auch scheißegal. Hä? Ja, natürlich. Ah, ich muss jetzt ein Rennen fahren. Gegen den alten Mann. Wie finde ich denn das Rennen? Wenn ich einfach an ihm vorbeiheize? Ich glaube, ich brauche seinen Motor gar nicht, oder? So krass, wie ich hier am Cruisen bin. Ich muss ja vielleicht ein bisschen ab und an mal bremsen und Gas geben. Oder vielleicht nicht gleichzeitig. Spielkarte eingesteckt. Nice. Von wem auch immer. Bike Physics tut gut. Hast auch ein Noss, ne? Du hast keine Chance gegen mich. Der hier Noss. Das läuft bis jetzt ganz gut, würde ich meinen. Wir leben noch, sind vorne. Wurden bis jetzt noch nicht zurückgesetzt. Besser kann es doch gar nicht laufen. Frage ist nur, wie lange. Nee, was? Wie lange geht dieses Rennen? So, ich kann keinerlei. Ah, doch da. Wir gewinnen! Geht dies, Barnes? Wir brauchen einen scheiß Motor nicht. Wir sind sowieso schon besser als du. Damn, boy! Und rauchen sogar noch. Schau, wie cool wir sind. Yes, you did. First person ever. I got a real fast engine you can have for my old racer. Ohoho, ein altes Rennbike. Das ist bestimmt eins dieser Spielzeugteile aus Japan. Upp. Oh mein Gott, da ist schon wieder Prostituierte Nummer 2. Eins, oder wer auch immer. Ja, egal. Das ist ein fetter Motor. Was war das? Gas und hol dieses Tief ein. Wenn ich schon mal dabei bin. Ja, ich kann leider nicht meinen Waffen zügeln. Ich würde gerne diese Leute hier zur Explosion bringen, wollte ich gerade sagen. Aber hey, das schaffen die auch ganz allein. Die sind so hyper. Irgendwie macht mich das nicht wirklich schneller, oder? Bilde ich mir das nur ein. Ich will ja keine anderen Leute verletzen. Ich bin mir sicher, dass ich auch mit meiner Machete mal aus Versehen ausholen könnte. Du entkommst mir nicht. Ich muss ihn nachher schießen. Oh ja, du bist der Dynamit, Mann. Dynamit aus. Das hätte ich mir auch früher sagen können. Lass ihn nicht entkommen. Bis jetzt scheine ich ja ganz gut damit zu fahren. Einfach. Hinter ihm zu bleiben. Schon ein bisschen unfair, dass ich mich nicht mal wehren kann. Ich meine, er trifft zwar nicht sonderlich gut, was auch immer er erzielen mag, aber... Gigantische Explosion. Go. Wieso entkommt er mir denn bitte? Das kannst du mir jetzt auch nicht vorwerfen. Spiel. Wenn er da jetzt entkommt. Man hätte es ja auch mal irgendwie anders programmiert sein können. Von der Kamera und so. Bitte lass mich auf seinen Kopf landen. Ach, das wird mir noch nicht mal... Ja, ein voll krasser Jump-Move. Bitte. Gleich explodiere ich. Ich sehe es. Super. Wirklich. Super gemacht, Spiel. Eindeutig. Ach, wieder von hier. Nett.
überhaupt nicht. Oder doch? Geht jetzt genau dann rein. Nett. Das ist sehr nett. Kamera. Oh mein Gott. Warum schwingt das jetzt alles so hässlich nach? Also, mit so einem kleinen Takt mit meiner Maus da links bewege, schwinge ich erst einen kleinen Takt nach links und dann nochmal einen großen Takt nach. So von wegen, weiß ich nicht. Oh mein Gott, setz mich doch nicht immer fucking zurück, nur weil ich an einem Stein klebe. Ich wäre doch da vorbeigekommen, Spiel. Glaube doch einfach an mich. Wohin kommt ihr mir denn bitte? Niemand kommt dem starken Arm von... Weiß ich nicht. Muchacho, Mighty. Jetzt kann ich ja noch schießen. Lad nach. Gib ihm. Ist er nicht langsam tot? Oder einer seiner Reifen kaputt oder irgendwas? Ich kann noch nicht mal nach oben oder unten zielen. Doch nach unten kann ich. Kommt der Erde, was kriege ich ja jetzt dafür? Wenn du mich hier hinsetzt und er durch meine fucking sonst wie oft Rückentreffer einfach nicht sterben will, kann ich ja auch schlecht irgendwas machen, oder? Wow. Da lang, ich von hier lang. Who cares? Hätte schon bedeutend langsamer, oder bilde ich mir das mal ein? Jetzt ist denn die Zeitfunktion. Oh, es ist so intens. Womit ich eigentlich sagen will, lahm. Oh, wie ein Schlingergerät. Ah, habe ich doch gesehen. Ja, bei einem kleinen Kiesel gefallen. Mal sehen, was geht. Oh mein Gott. Muss ich irgendwas Spezielles machen? Das ist meine letzte Chance. Das ist doch schön für mich, wenn es meine letzte Chance ist. Aber ich erschieße ihn doch schon. So sehr ich nur kann. Das Blut sagt mir, ich treffe auch irgendwas, oder? Würde ich mir das hier jetzt nur ein. I gotta say, Tatsache. Geschafft. I really don't appreciate what you did to Meathook. Nach all den Rückenschüssen hat es sogar noch Zeit, ihn zu fesseln. Bin ich der Beste oder der Beste? Der Beste. Jack. I think you know, that's not a good idea. We're just gonna talk for a couple minutes, okay? Ah, ich bekomme bestimmt der Why did the devil's hand kill my brother? And why are they trying to kill me? Your names are passed down. By who? And why? It was Pretty Boy. He tells us what to do. Oh, Pretty Who's Boy? Pretty Boy? I seen him, but I ain't never talked to him. Figures. So where is he? Pretty Boy has two right-hand men. Triple Six and King Dick. King Dick. They'll probably find you. But listen. Don't you get it? He's gonna come and fuck... Hey. Hey. What are you doing? Feuerberg. Now let's see you slip out of this one. Tja, wärst du mal nicht so greasy? Oder wärst du mal greasier? Dann hättest du dich vielleicht aus deinem Fesseln befreien können. Nice. Ein Finger. Aber hey. Nicht mein Problem. Gut, dass ich wieder hier bin. Dann können wir jetzt die ganzen krassen Aktivitäten nachgehen, die wir sonst so haben. Auf Leute schießen. Ja, tatsächlich. Sagen wir einfach nein. Aber immerhin können wir jetzt Drogen verkaufen. Drogen. Muchachos. Selling everything. Bestätigen. Bestätigen.
So. Da wir jetzt theoretisch ziemlich viel Geld haben, oder zumindest ein bisschen viel Geld, können wir einen krassen Shit kaufen. Und zwar sowas krasses wie... Ich besitze dieses Objekt bereits. Naja, okay, ist ja schön für mich. Naja. Hatte ich hier das nicht schon? Hatte ich den schon gekauft? Increased Counter-Attack Damage. Das Ding kaufe ich mir. Bam. Okay, dann kaufe ich mir das Ding auch noch. Bam. Dynamit kannst du behalten. Schade, das kann ich. Brauche ich alles noch nicht. Im Besitz. Pech. Du hast nicht genügend Geld. Habe ich denn 3200? Naja, das sollte ich sicherlich anpeilen.